In seiner Vision in Daniel 7 sieht Daniel vier Tiere aus dem Meer aufsteigen. Sie sehen aus wie ein Löwe mit Adlerflügeln, ein Bär und ein Panther. Nur das vierte Tier hat keine klare Beschreibung für ihn. Wir erfahren lediglich, dass es fürchterregend und sehr stark ist und große eiserne Zähne und mehrere Hörner. Es wird deutlich, dass diese vier Tiere für vier verschiedene irdische Reiche stehen. Aber danach sieht Daniel ein anderes Bild. Throne werden aufgestellt. Einer, der uralt war, setzt sich darauf und unzählige Engel dienen ihm. Das ist Gott, der schon immer da war. Und dann kommt einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Was Daniel hier sieht, ist der Moment, wo Jesus Christus nach seiner Himmelfahrt auf den Thron neben Gott gesetzt wird. Es ist der Moment, in dem er seine Ehre und Stellung zurückbekommt. Wir lesen in Daniel 7, Vers 14, ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das ist Jesus Christus, an den wir glauben und dem wir dienen. Er hat alle Macht für immer und ewig. Alle Ehre gebührt ihm und sein Reich hat kein Ende. Ich habe dazu zwei Fragen an dich. Ist es dir bewusst, dass du dem folgst und an den glaubst, der alle Macht hat und dem alle Ehre gebührt? Und wie prägt es dein Gebetsleben? Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen sollen dienen. Meine zweite Frage ist, bist du eine oder einer davon? Dienst du diesem Gott?